Herzlich willkommen bei der nächsten Weltkampagne. Wir haben hier mittlerweile fast alles erobert. Wir haben hier noch eine relativ kurze und dann kommen noch zwei größere. Die werden nochmal schwierig, aber dann haben wir es auch bald geschafft. Ich würde mal sagen, wir quatschen nicht lang, wir gehen mal wieder rein. Drück mal ganz kurz Pause, was haben wir denn hier? Wir haben überall Bergwerk, oh Gott. Das sieht mal wieder grausig aus. Okay, etwa Zoom. Ja, Leute. Ja, ich habe noch keine Ahnung, wir müssen überall lang gehen. Wir machen es wieder wie beim letzten Mal mit Baracken. Wir versuchen mal hier so ein bisschen Holzfäller aufzubauen. Holzfäller Forsthaus, das ist falsch natürlich. Wir sind hier in einem Wintergebiet. Eieiei. Und dann machen wir mal hier noch den Holzfäller hin. Das ist richtig scheiße hier eigentlich. Ja, irgendwie ist das hier nicht so ganz optimal, ne? Aber gut. Machen wir es mal so. Dann haben wir hier den Weg zwischen. Dann können wir hier das Sägewerk hinbauen. Hier haben wir auf jeden Fall Stein, das müssten wir mal bauen. Und wir sind wieder dran. Ihr wisst, am Anfang ist, ich baue immer viel zu viel. Hier ist auch noch Stein. Tja, eigentlich müssen wir nochmal Holzfäller. Forsthaus. Holzfäller, geht ihr hier durch? Ja, so halb. Warte mal, das können wir noch besser hinbekommen, glaube ich. Und Sägewerk. Ja, sehr krumm und schief alles, aber was soll's. Baracken. Baracken sollten wir überall hinbauen hier, dass wir überall in die Bergwerke kommen. Gucken, ob wir hier irgendwo was Gutes haben und ich weiß auch nicht, wo es hier lang geht. Und dann müssen wir uns bald mal sofort an die Nahrung setzen. Hier können wir zum Beispiel einen Bauernhof noch planen. Der hoffentlich dann auch funktioniert noch. Ja, ich sehe gerade, ich glaube, ich überfordere die ein bisschen. Wir gucken mal ganz kurz, wie viele Gegner wir hier haben. Nur gelb. Wir haben nur gelb hier. Militär ist wieder auf 52 angewachsen, das kennen wir schon. Wir machen mal am Anfang wieder auf schnell, weil wir so viel bauen, das dauert sonst zu lange. Allgemein finde ich, das sind sehr träge. Da müssen wir eventuell auch noch eine Baracke. Wir können hier aber schon mal einen Gelehrten hinschicken. Warum geht das hier nicht? Eieiei. So, gleich die Münzen wegmachen, das kennen wir auch schon. Dass wir nicht aus Versehen hier Gold reinhauen. Das wäre ziemlich unnötig, da kommt auch schon der Soldat. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Da geht es nicht groß weiter, das heißt, wir können aber hier nochmal wen hinsetzen. Wenn da jetzt Gold wäre, natürlich hier hinten irgendwo, das wäre natürlich mega übel. Da ist Kohle auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Wir haben jetzt hier natürlich echt wenig Platz, ne? Ich meine, das hier ist... Den Weg können wir hier vielleicht nochmal anders machen. Dann brauchen wir den ganzen Weg hier nicht, weil der ist ja unnötig. Okay, da ist überall Kohle. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Die Sägewerke... gleich, das steht schon fast alles. Das ist sehr gut. So, den Bauernhof bauen wir mal und versuchen mal, ob das klappt. Und dann müssen wir hier irgendwo gleich... Ja, gucken, wie wir weitermachen. Das eine Bergwerk wegmacht, das ist nicht so schlimm. Da oben und hier ist nichts. Das ist auch nicht so schlimm. Können wir hier eigentlich Fischer bauen?
Hier ist Eis, ne? Wir versuchen es mal, ob der was macht, sonst haben wir echt ein Problem. Und das hier ist auch schon besetzt, das ist gut. Ist auch schon fast wieder fertig. Alter Falter, jetzt geht's hier aber ab. Das, was Gold haben wir hier schon? Irgendwo haben wir Gold. Da ist Gold. Wo machen wir jetzt? Achso, wir haben zwei geleert. So, jetzt machen wir mal ganz kurz wieder langsam. Ich komme hier gerade nicht mit. Okay, also. Das sind zwei Goldbergwerke, die müssten wir auf jeden Fall bauen. Dann haben wir hier überall Kohle, ne? So, dann haben wir die Kohle hier. Okay, und dann müssen wir die Gebäude bauen, um hier weiter was zu machen. Das Granit. Hier ist Eisen, okay. Das ist auch gut. Da kommt der Bauernhof hin. So, jetzt müssen wir mal gucken mit dem Bauernhof. Eigentlich brauchen wir hier noch einen zweiten Bauernhof. So. Dann können wir irgendwo vielleicht hier gerade mal den Brunnen hinbauen. Das ist zwar ein bisschen weiter weg, wir brauchen noch einen zweiten Brunnen. Den Brunnen können wir gleich irgendwo zwischenbauen, das ist nicht so schlimm. Wir können auch hier hinbauen zum Beispiel. So, dann brauchen wir einmal Platz für eine Mühle und eine Bäckerei. Da kommt, das können wir hier hinmachen. Lieber so. Nein, das war doof. Mühle und Bäckerei. Hier setzen wir auch noch mal eine Baracke hin. Eine Baracke führt hier sind noch mehr Bergwerke. Okay, Kohle, Granit, hier ist Eisen auf jeden Fall. Kommen wir da irgendwo schon hin? Nee, nicht so wirklich gut, ne? So, jetzt haben wir hier einmal Eisen. Dann gehen wir mal davon aus, dass hier jetzt auch Eisen ist. Einfach mal. Hier ist Kohle überall. Dann können wir hier noch vielleicht nochmal einen Gelehrten hinschicken. So, jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir... einmal die Münzprägerei. Wir brauchen die Schmiede. Und die Eisenschmelze. Gut, jetzt haben wir das hier auch. Das ist ganz gut. Da machen wir mehrere Wege hin, dass wir hier so ein bisschen flexibler sind. Können wir hier noch irgendwo einen Weg zwischen... ah, super. Okay, und dann brauchen wir noch irgendwo die Brauerei, die können wir zum Beispiel hier noch einbauen. Ach, ist schon der Weg. Nice. Weißt du nicht, wo die jetzt noch hier Bäume groß... ah, hier ist ja noch Platz. Okay, wir warten jetzt mal, bis das gebaut ist, so halb, dass wir mal ein bisschen weniger brauchen. Wir müssen jetzt nämlich das Holz weg haben. Genau, wir haben jetzt zwei Sägewerke, jetzt können wir wieder ein bisschen schneller machen. So, die Bergwerke werden gebaut, wir brauchen natürlich noch irgendwo Nahrung, der Fischer arbeitet. Das ist ein gutes Zeichen. Heißt, wir bauen hier noch eine Fischerhütte hin. Okay, hier ist auch überall Eisen noch.
nur so kleine Reste an Stein. Das sollte reichen. Wir können hier immer noch was bauen gleich an Eisen. Gucken wir, ob hier noch irgendwas ist, ob wir nicht doch irgendwo noch eine kleine Goldader finden. Das wäre nämlich sehr nice. Ja, und wir müssen jetzt echt gut aufpassen, dass in den ganzen Baracken, die wir hier bauen, dass dann nicht die Goldmünzen verschwendet werden. Wir brauchen echt auch noch ein bisschen Nahrung. Das heißt, hier bauen wir auch noch mal eine Fischerhütte hin. Und wir gucken mal in die Statistik nochmal, ob hier schon Militärmacht ist gleich geblieben. Gold hat Gelb auch schon, sogar noch vor uns. Wunderbar. Oder habe ich vergessen, das wegzusetzen? Da dachte ich Tatsache so, ey, wir sind voll gut dran, wir können das hier auch mal wegmachen. Da passiert nichts. Und dann sind wir es wieder doch nicht. Ich dachte echt wieder, wir wären da so gut dran und hätten jetzt sofort Gold gefunden und wir haben nur dieses kleine Stück hier. Das ist echt erschreckend. Wir können auch nochmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Da irgendwo noch Gold sein dann. Der erste Bauernhof arbeitet aber auch bei Kälte. Hier ist Granit. Und da wird das erste Gold rausgeschöpft, das ist nice. Haben wir irgendwo noch die Möglichkeit, einen Jäger zu bauen vielleicht? Sind wir hier irgendwo wild? Hier ist ein bisschen wild. Hier ist sogar viel wild. Da ist ein bisschen wild, das heißt, wir könnten auch noch gucken, ob wir hier oben eine Jägerhütte bauen. Wir brauchen einfach ein bisschen Nahrung, das ist halt... Ist halt so eine Mendicant Scale deutlich überlegen halt. Aber der Goldschmied arbeitet jetzt, das heißt, wir bekommen Münzen zusammen. Was ja schon mal sehr gut ist. Aber trotzdem macht mir das alles ein bisschen Sorge, dass er schon so viel Gold hat und wir nicht. Und wir jetzt wieder hängen. Weil uns im Moment die Bretter fehlen. Das kriege ich anfangs nicht hin, ne? Also, da bin ich nicht gut. Okay, so das Eisenbergwerk hier steht, Kohle müsste jetzt gleich auch erstmal ein paar stehen. Aber uns fehlt es echt eindeutig an Brettern, das läuft hier alles. Die ersten Münzen sind da, das heißt wir müssen jetzt in der Goldstatistik auch langsam hochgehen gleich. Aber Militärmacht ist Gelb deutlich über uns und ich sehe es kommen. Dass wir hier viel zu viel Zeit vertrödet haben gerade. Obwohl wir jetzt schon zwei Sägewerke haben, wie viel haben wir hier, wie viele Bretter? Wir haben hier genug Bretter gerade, 18, ne? Stämme meine ich natürlich. Wir bauen jetzt natürlich auch ganz viele Gebäude hier. Ne? Wir haben hier noch die Fischerhütten, die wir bauen, die Baracken. Die Brauerei ist fertig. Das ist gut.
Wir machen mal bei der Verteilung bei... Hier machen wir die Brauerei und die Mühle mal hoch. Dass sie beide was bekommen. Der Bauernhof ist fast fertig, das ist schon mal gut. Das ist auch da schon mal einiges weg, was wir bräuchten. So, das nächste Bergwerk hier ist fast fertig. Hier wird auch gekloppt fleißig. Oder auch nicht mehr. Hier wird noch gekloppt. So, die Mühle ist fast fertig, das ist gut. Und wenn die Sachen jetzt hier fertig sind, wird es auch ein bisschen angenehmer wahrscheinlich. Aber wir müssen echt vorsichtig sein, weil wir goldmäßig total unterlegen sind und auch militärmäßig. Wir sehen zwar auch, wir steigen jetzt, aber guckt euch das an. Jetzt schon deutlich mehr und wir haben nur dieses kleine Fleck hier mit Gold anscheinend. Ist natürlich die Frage, wir können hier auch nochmal einen Gelehrten hinschicken, ob da noch irgendwas ist. Wenn nicht doch irgendwo ein kleiner Flecken Gold noch vorhanden ist. Aber ich befürchte es bald nicht. Hier müssen wir gleich nochmal das so ein bisschen weghauen. Mit dem Steinbruch. Das ist okay, der macht hier ein bisschen Platz weg, das ist gut. Steine sollten auch hier kein Problem haben. Wir haben zur Not auch noch hier Granitbergwerke. Wir haben ja schon das Wichtigste gebaut, das was am meisten Stein nachher außer ein paar Festungen oder sowas braucht, aber das ist ja nachher noch, sind ja nur Peanuts. Da wird Kohle überall gefunden, das kennen wir schon. Tja, und im Moment geht es so ein bisschen träge weiter. Das Bergwerk ist fertig, das ist gut. Das ist jetzt endlich auch ein bisschen Kohle noch ranbekommen. Die sind hier fast alle fertig. Da kommt das letzte Holz, dann ist das auch fertig. Die Bäckerei ist fertig, das ist gut. Die Mühle noch nicht, aber es sollte jetzt bald auch fertig sein. Und dann müssen wir gucken, dass wir uns weiter ausbreiten, ne? Wir gucken mal ganz kurz Statistik hier auf die Landesgröße. Wir sind deutlich höher als... Also so viel hat Gelb noch nicht. Ich glaube, das ist auch das, warum wir nicht so... Warum wir in so einem Engpass haben, weil wir hier deutlich, deutlich höher nochmal gegangen sind. Aber die machen das halt stetig und wir haben hier ganz lange jetzt stagniert. Nachdem wir anfangs so weit waren. Kohle wird rausgebracht, die Mühle hier sieht auch schon ganz gut aus, die Fischerhütte sieht gut aus. Wir sollten auch mittlerweile die ersten Soldaten hergestellt haben gleich. Können wir eigentlich mal gucken jetzt in der Statistik, ob hier schon was ist, Militär macht. Ah, ich meine hier sind, oder? Ja, hier geht es leicht hoch. Die Baracke wird fertig und wir müssen jetzt gucken, dass hier keine Münzen reinkommen. Das wird jetzt das größte Problem sein. Ich möchte gerne Auslagerung stoppen machen. Das ist so doof, dass das nicht geht. Weil wahrscheinlich kommen jetzt eh schon die Münze rein. So, oder? Ne. Haben wir es gut hinbekommen. Da müssen wir gleich gucken, dass wir hier ein bisschen weniger vielleicht immer bauen, dass wir da besser gezielter hingucken können. Das wäre ganz wichtig. Oder wir haben gleich irgendwo eine Festung, wo wir es machen können. Der Brunnen läuft, das ist auch gut. Hier ist auch alles in Ordnung. Die arbeiten alle. So, hier können wir langsam... Tja, was machen wir hier mit den... Baracke bauen. Nicht so wichtig hier. Hier können wir vielleicht eine Fischerhütte bauen. Wir sollten auch gleich eine Schlosserei noch bauen. Einfach damit wir es haben, wenn wir es brauchen. Mit 30 Minuten nicht gespeichert, dann machen wir es natürlich erstmal. Grönland haben wir hier. Wir speichern jetzt zweimal, dann hoffe ich, dass der es nämlich einmal auf Dauerspeichern macht, einmal, dass wir hier das behalten, praktisch den Spielstand.
falls wir hier irgendwas ganz Dummes machen, dass wir dann vielleicht nicht alles neu machen müssen. Dann wollten wir zu den Werkzeugen gehen noch. Auch das immer brauchen wir nicht. Äxte brauchen wir nicht, Sägewerke brauchen wir nicht. Wir brauchen im Prinzip nur die beiden Sachen erstmal. Angeln vielleicht auch noch. Sensen eigentlich nicht, so viel können wir eh nicht machen davon. Und wenn, hauen wir es nach, aber auch Angeln brauchen wir wahrscheinlich so viele auch nicht. Da haben wir immer relativ viele, meine ich. So, die Baracken hier sind gleich fertig. Auch da wieder gucken, dass wir... Wir machen auch jetzt mal folgendes Transport. Wir setzen mal die Goldmünzen hier runter. Erstmal. Damit die nicht so schnell jetzt transportiert werden, hoffentlich. Vielleicht hilft das ja. Müssen wir nur dran denken, das gleich wieder hoch zu pushen. Hier ist ganz schön viel Vieh, ne? Also, wir können hier bestimmt noch mal... Einen Jäger können wir noch irgendwo hinhauen. Haben wir überhaupt noch Jäger? Jawohl, zwei Stück haben wir noch. Also zwei Bögen auf jeden Fall. So, das weg. Und die Münze ist... Ist leider zu spät. Die geht drauf. Ich hasse es. Kriegen wir auch nicht. Ich weiß nicht, wie wir das besser hinbekommen. Wir versuchen schon darauf zu achten, aber irgendwie... Achso, wir können hier auch mal so einen Zwischenweg machen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher dann. Dann ist das hier ein bisschen besser verbunden. Da oben ist das nächste Bergwerk. Hier sind auch Bergwerke. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, kommen wir von unten lang. Das heißt, wir bauen uns mal lieber hier so ein bisschen rum. Hätte schon nur noch mal ein bisschen Gold finden. Und wir sollten vielleicht hier auch noch mal ein Lager bauen. Hier zwischen. Ich weiß, jetzt bauen wir wieder so viel. Wobei, wir haben jetzt auch sonst nicht mehr viel. Wir haben die Fischhütte steht jetzt, das steht... Also, ne, wir sind jetzt auch relativ safe. Und wenn wir das hier haben, haben wir hier nochmal einen Durchgang. Dann sind wir insgesamt auch ein bisschen flexibler wieder. Hier können wir noch einen Steinbruch gleich bauen. Wir können sofort in das Lager die Sachen einräumen. Das wäre doch ganz nice. Wir haben hier noch ganz viele Bergwerke. Auf jeden Fall für Kohle haben wir noch. Für Eisen haben wir auch noch ein bisschen was. Aber Gold bräuchten wir nochmal ein bisschen. Gold. Ha, ich hab's gesagt. Da ist Gold. Das ist sehr gut. So, die ist fertig. Da ist Gold. Das heißt, wir machen folgendes. Wir setzen jetzt hier nochmal eine zweite Münzprägerei hin. Und wir haben hier nochmal Kohle überall. Kohle. Kohle. Das ist jetzt gleich verbunden, das ist gut. Ist schon verbunden. Prima. Können wir hier auch noch eine Fischerhütte machen? Tut uns nicht weh. Und dann sollten wir hier vielleicht noch irgendwo einen Jäger auch... Da ist ein Jäger, ich weiß nicht, ob der noch arbeitet, aber hier ist so viel Wild. Guck mal hier, wie viel Wild hier ist. Wir machen hier mal einen Jäger hin. Das ist wirklich Wahnsinn. Nein, da haben wir auch zu spät reagiert. Da wird eine Münze reinkommen wahrscheinlich. Oder wobei, wir haben Glück. Ich glaube im Moment, weil wir so viel Zeug hatten, was jetzt ausgeliefert wird... Kommt das nicht? Und hier müssen wir echt gucken, dass wir diese Goldminen jetzt bekommen. Dann müssen wir gleich irgendwo was Größeres bauen, wo wir denn auch Soldaten hochpushen können. In aller Ruhe. Militärmacht ist der immer noch vor uns. Gold. Ja, komisch, ne? Dass das jetzt hier bei beiden nicht so weitergeht. So, das ist voll. Dann machen wir auch wieder die Münzen weg.
waren anscheinend schnell genug im Moment. Und dann können wir hier gleich Goldbergwerke bauen. Dann müssen wir gucken, dass die Schlosserei, die steht mittlerweile, dass die doch auch ein bisschen Eisen abbekommt. Ich weiß nicht, wie es da im Moment aussieht mit der Schmelze. Wir haben wahrscheinlich zu wenig Kohle, ne? Müssen wir gleich mal gucken, ob die zu wenig Nahrung bekommen. So. Hier scheint nichts mehr groß zu sein. Gold. Gold, Gold. Ja, hier kommen wir nicht weiter, ne? Also hier können wir noch was bauen, das machen wir auch. Wir können auch hier noch einen Bauernhof bauen. Die werden wir noch brauchen und dann müssen wir hier weitermachen. Und dann ist gleich die Frage, wo irgendwo gelb sein wird. Das wird hier nicht ganz so lang sein, nicht so groß in das Szenario. Gehe ich jetzt mal von aus. Wie ist das im Moment mit der Nahrung? Das Lager ist gleich fertig, das ist gut. Okay, wir haben, aber wir haben immer so Probleme. Wahrscheinlich, weil wir nicht genug Kohle fördern gerade. Wie viele Leute für Bergwerke haben wir eigentlich noch? Wir haben hier noch ein bisschen Platz, ne? Wir haben noch Hammer und Schippen. Mindestens zwei kriegen wir hier noch raus. Die hatte sechs. Vielleicht brauchen wir eine zweite Eisenschmelze. Bauen wir die auch nochmal. Das könnte nun mal gut sein. Jetzt kommt noch wieder ein bisschen Kohle an. Und überall noch Bergwerke. Die Frage ist halt dann, wo ist gelb? Wir müssen gleich irgendwo was Größeres bauen. Die Frage ist halt auch, wie weit gehen wir nach vorne? Wie weit pressen wir vor oder auch nicht? Ich weiß auch nicht, sollen wir hier auch noch was? Komm, wir bauen hier auch noch eine Baracke hin. Dass wir hier den Berg auch noch vielleicht bekommen. Eigentlich wäre es cool, wenn wir bis hier kommen. Gut. Lager ist fertig, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Hier überall noch so kleine Steine zwischendurch. So, der Jäger arbeitet dann, das ist gut. Dass wir ein bisschen Fleisch auch ranbekommen. Bei Nahrung sollten wir in die Tour gehen. Ne, Goldmünzen haben wir noch, wir haben Gold haben wir noch ein bisschen, Cola fehlt uns Tatsache und ja, ne? Also Nahrung ist jetzt auch nicht so das, was wir so in Überfluss haben. Aber guck mal, wie viele Tiere hier sind. Vielleicht sollten wir doch noch ein paar Bögen bauen. Ups. Vielleicht sollten wir doch noch mal ein paar Bögen bauen. Bitte nicht, sie werden angegriffen. Okay, das erste Goldbergwerk ist weg. Das ist sehr schade. Aber gut, wir bauen ja hier schon drei neue. Ich wundere Tatsache, dass das im Moment immer noch so lange dauert mit dem Holz, ne? Eigentlich sollten wir jetzt erstmal genug haben. Hm? Wie schnell ging das denn jetzt fertig? Das war jetzt aber echt wundersam. So, hauen wir hier auch mal einen Gelehrten hin. Wir waren hier auf einmal fertig. Wo kam das ganze Holz her? Ich hoffe, die haben jetzt da keine Münzen reingehauen ohne Ende. So. Aber scheint erstmal nicht so der Fall zu sein. Auf jeden Fall nicht viele. Ja, was machen wir hier? Hier mitten rein eine Festung. Kann jetzt ein bisschen doof sein, weil hier ja nicht viel ist, aber was soll's.
Hier unten wird gelb nicht sein. Also wahrscheinlich ist das hier auch irgendwo, wo dann gelb ist oder kommt oder wie auch immer. Dann können wir die Festung ruhig reinhauen. Dauert was länger, aber ja. Okay, gucken wir hier auch nochmal, ob da irgendwas ist. Da oben ist nochmal Kohle und hier sind sehr viele Tiere. Da ist gelb. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist nicht gut. Wir müssen gucken, dass der Wachturm hier fertig wird. Und dass wir da irgendwie mehr Militär reinbekommen. Und zwar, und die müssen hier Gold werden, die auch noch. Die drei müssen Gold werden auf jeden Fall. Sonst haben wir hier echt ein Problem, wenn der angreift. Da ist auch noch überall Gold. Oh Gott. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir hier schon auf Gelb treffen. Und das wird jetzt echt übel. Kommen jetzt hier irgendwo Soldaten her? Natürlich nicht. Kommen hier jetzt Soldaten her? Jetzt kommen hier zwei noch her. Das ist gut. Auf jeden Fall zwei. Ich hätte gerne noch einen dritten. Aber das, die müssen wir hier jetzt hochpushen, sonst sind wir gleich erledigt. Einer kommt. Auch ein. Ne, da ist oben, okay. Weil der kann uns jetzt gleich angreifen. Deshalb müssen wir hier besser vorbereitet sein. Können wir versuchen, hier noch hochzugehen, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Okay, der hat keine Steinbestände mehr, das ist auch gar nicht so schlimm. Ich würde jetzt gerne auch noch eine zweite Mühle bauen, aber das lassen wir jetzt erstmal. Wir müssen gucken, dass das hier fertig wird. Das wird wichtig sein. Da ist noch Gold, okay. Also hier ist noch ein bisschen Gold versteckt. Gold haben wir mittlerweile mehr als Gelb, das ist sehr nice. Militärmacht sind wir ungefähr gleich. Ich frage jetzt, ob der hier noch vielleicht Gold findet, dann hat er nämlich auch wieder mehr Gold. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass die Baracken hier, dass die. Ja, da ist leider nur einer drin. Ich wäre so schön, wenn der Turm jetzt hier irgendwie fertig werden würde. Dann hätten wir eine gute Chance, hier erstmal was zu tun. Weil dann werden die drei Baracken hier safe plus der Turm. So viele Münzen sollten wir eigentlich noch hier haben. 7 Stück. Ah. Aber die müssen jetzt bald mal aufhören, ne? Die sind jetzt hier. Ah, doch nicht. Aber wir haben eine zweite Münzprägerei, die im Moment auch schon funktioniert. Die gehen im Moment beide, das ist sehr gut. Wir haben hier noch ein bisschen Gold, ne? Ja, 14 Gold. Hier machen wir die Münze mal weg. Da wird er hoffentlich nicht angreifen. Wenn, wird er hoffentlich nur nach hier kommen. Okay, der Turm wird auch langsam fertig. Das Gebäude sollte unserem Turm nicht wegmachen. Eigentlich sollte der Turm da noch stehen. Hätten wir vorhin die Festung gebaut, die wäre weg gewesen wahrscheinlich. Uiuiui. Oh, ich dachte gerade, ich hätte auch vergessen aufzunehmen. Uiuiui.
So, das heißt, wir setzen hier noch ein Goldbergwerk hin. Die Frage, wie hier auch. Komm, wir versuchen es einfach. Auf gut Glück bauen wir hier auch noch eins hin. Hier gehen wir erstmal nicht weiter. Der wird uns jetzt gleich sofort angreifen. Davon kann man ausgehen. Jetzt haben wir hier wenigstens einen silbernen drin und hier gleich einen goldenen. Wir gucken mal, was hier für Soldaten reinkommen. Hoffentlich schwache. Eigentlich müssten wir warten bis. Ah, guck mal, jetzt hier. Ja, hier geht jetzt auch einer rein. Das ist gut. Leider zu spät. Jetzt ist da ist schon goldener. Bin gespannt, ob wir den Turm soweit fertig bekommen. Holz kommt hier, doch, hier kommt noch Holz hin, aber ich weiß nicht, ob das fürs Bergwerk ist. Das scheint so zu sein. Da ist immer noch keiner drin. Doch jetzt, da sind nur zwei Schwache drin. Drei Schwache, es ist eine Wachstube. Ja, und das wäre weg gewesen und der greift jetzt bestimmt an. Und wir müssen hoffen, dass wir so lange halten können, bis hier das erste Gold reingekommen ist. Das ist unsere. Ja, das ist das, was jetzt wichtig wäre. Wir sind nur auf 7 Goldmünzen. Die gehen ja doch jetzt noch ein paar drauf. Der ist aber gleich golden. Noch greift er nicht an. Aber er wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und der Turm ist gleich fertig und sind da erstmal nur schwache Soldaten drin. Das ist immer ganz gefährlich, wenn man ein neues Gebäude hat, wo erstmal schwache Soldaten nur reinkommen. Komm, geht doch mal hoch. Ja, das hat halt echt Münzen gekostet hier, die unnötig verschwendet wurden, aber gut. Wir haben immer noch 7 Münzen und wir haben noch 9 Gold, 9 Goldstücke, wow. So, wir setzen nochmal die Münzen hoch. Wieder im Transport, ihr wisst es. Haben wir eben runtergesetzt, die setzen wir wieder hoch, dass die jetzt auch wirklich rausgehen. Wenn der Turm da ist, dann dürfte das hier weg werden. Also das dürfte uns nicht mehr gefährlich werden. So schnell sollte der Turm fertig sein. Okay, jetzt haben wir hier noch mindestens 3 Münzen und jetzt kommt hier der Turm auf. Der wird fertig gemacht und dann haben wir auch eine gute Ausgangslage. Ich wäre gern ein bisschen schneller hier gewesen. Die Festung hier zu bauen, das war eigentlich eine sehr gute Idee. Hier unten ist nichts. Wir können hier aber nochmal irgendwie. Ich weiß nicht, ob wir noch was haben, aber wir können hier noch eine Fischerhütte hinsetzen. Und hier eigentlich auch. So, die Gebäude stehen noch. Mal gucken, wie lange wir warten jetzt, bis die Soldaten hier ein bisschen hochgepusht werden durch die Münzen. Hier stoppe ich jetzt mal. Da machen wir jetzt nichts weiter rein. Und da stoppe ich jetzt auch mal. Da sind ja schon Goldsoldaten drin. Und jetzt greift der nämlich an. Geht's nämlich schon los. Oh, da kommt ein Goldner zum Glück raus. Wenn wir jetzt einen Soldaten hier verlieren, das ist noch nicht so schlimm. Außer der gewinnt jetzt hier. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ich glaube nicht, dass das jetzt so krass. Nee. Gut, und hier ist jetzt der erste Soldat schon verbessert. Der zweite folgt jetzt gleich. Mal gucken, was hier noch so kommt. Und das können wir eigentlich gleich auch erobern dann. Ich würde halt gerne warten, dass da ein paar bessere Soldaten noch drin sind, dass wir jetzt nicht sofort hier so krass drauf gehen. Aber das wäre wichtig, das zu erobern, weil das hier echt ins Übel wird, ne? Der kann dann mit so vielen Leuten hier angreifen dann. Oder was wird das? Ist das ein Steinbruch? Das wird ein Steinbruch. Okay, der ist uns nicht gefährlich. Apropos Steinbruch, der arbeitet noch. Haben wir noch irgendwo Stein? Hier. So, falls wir irgendwann nochmal Stein brauchen. Und hier haben wir auch noch Stein. Ach, der. Ah, ach nee, da ist keiner. So, machen wir mal hier einen Steinbruch noch hin. Können wir hier ein bisschen was wegmachen. Ein Steinbruch, was wird das hier? Wird das hier eine Baracke? Jetzt greift er nochmal an. Wird das auch ein Steinbruch?
Jetzt ist hier aber schon der erste, auch relativ der erste Goldene anscheinend schon drin. Da wird gleich ein Silber drin sein. Das ist sehr gut. Hier wird trotzdem angegriffen. Boah, ist das nervig. Ne, ein Silberner ist da drin. Wir warten, bis der Gold ist auf jeden Fall. Da kommen jetzt nochmal zwei Münzen. Das wird, die darf nicht besetzt werden eigentlich. Das wäre fatal. So, jetzt geht doch mal hoch, ihr kleinen Pisser hier in dem Turm. Komm, kann ich noch einen Goldener wenigstens reinkommen? Wir haben der. Okay. So, jetzt gehen wir mit den zwei Goldenen nicht hier hin. Bevor das besetzt wird, hoffentlich. Wobei es eigentlich. Ah, wenn der Schwache wäre, wäre das ganz gut. Dann hätten wir hier natürlich mehr Angriffspower. Okay, jetzt ist da eine Münze drin, die würde aber jetzt relativ gut verschwendet werden wahrscheinlich. Kann uns ja nichts stören. Okay, der fightet uns aber relativ gut hier. Und der ist doch aufgewertet worden. Jetzt geht nicht tot hier unser Goldener. Nee. Katapult ist hier keins. Tja. Tut mir leid, aber ich möchte gerade eigentlich den hier nicht aufkommen lassen. Das ist eine normale. Ne, das ist eine Wachstube. Ich möchte nicht, dass das hier besetzt wird. Ich vermute bald mal sogar, ich habe so ein bisschen die Idee. Wir gucken jetzt mal kurz in die Statistik mit dem Gold. Er ist aber nochmal gestiegen. Der muss noch irgendwo was gebaut haben, wo Gold ist. Okay. Nice. Mal kurz, also ich hätte jetzt gedacht, hier ist Gold drin. Wir lassen hier mal das Gold jetzt sein. Das brauchen wir jetzt hier unten nicht mehr eigentlich. Ja, gut, dann haben wir es doch schon. Was, wir gucken um die Statistik, also Gold sind wir jetzt deutlich mehr und Militärmacht sind wir auch deutlich mehr. Er hat, doch einen hat er von uns mal besiegt, einen Soldaten, ach den einen, den Schwachen. Ganz am Anfang. So, das reicht, oder? Sollen wir den noch golden machen, komm. Oder der ist in Silber, Gold, Silber. Komm, das reicht. Nee, Kohle ist da. Okay, er greift an. Das hasse ich. Jetzt gehen die natürlich alle raus. Wenn die nicht schnell genug sind, ist das hier wieder weg. Ja. Das wird jetzt weg sein, das Gebäude, weil der mit zu vielen Leuten hier angreift und wir nicht so viele zum Verteidigen drin haben. Obwohl wir eigentlich stärker sind. Oder? Oh, der hat gewonnen. Unser Kleiner hat gewonnen. Das reicht wahrscheinlich. Das war jetzt gerade richtig krass. Besiegte Gegner hat er keinen mehr geschafft. Wir haben wirklich hier komplett seine Armee geschrottet. Das ist gerade krass gewesen. Hätte ich nicht gedacht. Nicht hier Gold, irgendwo Gold hingebracht oder so. Ach, da ist ein Wachturm. So, so.
Das ist jetzt natürlich übel. Jetzt kommt ihr wieder mit so vielen. Wir verlieren das hier irgendwann noch, weil der einfach zu viele Leute hat. Die hier angreifen auf einmal und wir nicht so schnell alles platt machen und der einfach nur schwach ist. Oder? Ja, das... Oh, nice. Oh, wir haben aber gerade echt vom Timing her mega Glück gehabt. Okay, jetzt verlieren wir es aber. Schade. So, was passiert jetzt noch? Ja, aber wenn wir Pech haben, verlieren wir das jetzt auch noch. Einfach weil der zu... Also die Masse macht's dann, ne? Außer der gewinnt jetzt. Ah, okay, unser Goldener darf noch mitkämpfen. Okay, jetzt kommen die nächsten Gegner, aber wenn er so weitermacht, also ganz ehrlich. Ja, der erholt sich jetzt den wahrscheinlich auch noch. Ne, den holt er sich nicht mehr, da sind zwei Goldene drin. Den könnte er sich jetzt nochmal holen, aber der hat so viel, so schnell kann auch gar keine Soldaten mehr nachproduzieren. Wie das hier vonstatten geht. Warum geht der jetzt wieder weg? Weiß auch kein Mensch. Aber wir machen jetzt mal hier folgendes. Wir greifen mit zwei da an, weil die muss er ja hier rausnehmen jetzt. Weil hier keine drin sind, dann hätten wir hier nochmal zwei goldene mehr. Und das ist ja okay. Also das, was der jetzt hier an Angriffen gemacht hat, das ist Wahnsinn. So, da ist der nächste. Aber da ist ja nur einer drin. Soll ja ruhig mal... Ach, das sind schon die Verteidiger. Der kann doch bald keine Militärmacht mehr haben. Also, guck da mal, wie viel... Wir haben schon über 30 Soldaten besiegt. Seine Militärmacht ist schon sowas von down. Ich weiß nicht, was der hier vorhat. Katapult wäre jetzt noch übel, wenn er das hat, aber sieht hier nicht so aus, als wäre hier eins. So. So, das ist ein bisschen blöd, dass der hier oben noch was hat, was ich nicht sehen kann. Okay, wo ist hier der Goldene? Ach, der ist hier rausgekommen. Das ist ja ärgerlich. Und ich hätte gern den Turm gesehen, weil den hätte ich gern mal erobert. Weil wenn er das hier macht, dann muss ich wieder ein Gebäude mehr erobern. Das ist halt so unnötig. Und da baut er, oder baut er einen Bauernhof? Das könnte ein Bauernhof sein. Also auf jeden Fall werden jetzt mal hier ein paar Soldaten reingeschleust, die wieder besser werden. Und goldmäßig müssten wir jetzt immer noch... Ah, der kriegt noch Gold. Der kriegt auch noch Gold. Ich meine, wir haben auch noch hier unsere Goldbergwerke, unsere 5 Stück. Und unsere Eisenschmelze, die funktioniert. Und unsere zweite, die wahrscheinlich jetzt nicht mehr funktioniert. Ne, nicht mehr so gut auf jeden Fall. Beim Jäger hat man immer das Stumpf, wenn er keine Nahrung mehr hat, ne? Haben wir noch, wir gucken mal ganz kurz in die Inventur. Haben wir noch Bögen? Haben wir noch zwei? Okay, weil Nahrung ist hier ja unglaublich. Guckt euch das mal an, wie viel hier ist. Hier bauen wir noch einen Jäger hin. Und hier unten bauen wir auch noch ein Jagdhaus hin. Einfach damit wir ein bisschen mehr Nahrung auch bekommen. So, der greift weiter fröhlich an. Oh, jetzt kommt er sogar mit besseren Soldaten mal. Und da ist der Turm. Da ist der Wachturm. Okay, Leute. Militärangreifer ist das hier. Setzen wir mal ein bisschen höher.
einen Gewinn jetzt. Das wäre so wichtig, wenn unser hier gewinnt. Ja, die kommen aus dem Turm raus. Ah, der will ja auch noch einen Wachturm bauen. Oh nein, wir wurden hier besiegt. Wie ärgerlich. Aber gut. Eng, aber es ist trotzdem ärgerlich, weil wieder ein guter Soldat einfach weg ist. Ich hoffe jetzt nicht, dass da noch Gold ist. Dann müssten wir das sehr schnell unterbinden. Ich würde gerne den Turm hier haben. Ja, den kriegen wir auch. Ist noch wer kaputt gegangen? Ich weiß nicht, ob das unser war oder deren. Hier steht kein Katapult, aber hier ist der nächste Turm. Also die NPCs arbeiten sehr viel mit Türmen immer, ne? Aber das ist gut jetzt. Die Front wird langsam ein bisschen kleiner, ne? Der hat zwar hier das Gebäude, wenn das noch besetzt wird, gut. Wir warten jetzt mal, bis da ein bisschen was reinkommt. Da machen wir jetzt mal... Achso, ne, da kommen noch Soldaten rein. So, da sind jetzt nur noch drei drin. Jetzt kommt hier eine ganze Armee von Soldaten hier oben hin. Da ist gleich auch einer golden und wir bekommen immer noch Münzen. Den können wir hier wegmachen, den Stein mit. Ach guck mal, der Jäger hier, der steht schon. Voll gut, der auch schon. Ne, der ist fast fertig, aber der steht fast. Ja, wo geht der denn jetzt lang? Achso, wir wurden irgendwo angegriffen wieder anscheinend. Da kommt noch eine Münze rein. Hier können jetzt auch bitte Münzen reinkommen. Ist doch alles soweit ganz in Ordnung jetzt. Der ist auch schon golden. Da können wir hier jetzt gleich auch mal wegmachen. Ich weiß auch nicht, warum da kein dritter Soldat reinkommt, weil wir sind hier an der Grenze. Haben wir etwa keine mehr? Doch, haben wir noch. Bin ein bisschen kurios, aber okay. Können wir eigentlich mal probieren, ne? Oder warten wir noch? Komm. Versuchen wir hier mit einem anzugreifen, was dann passiert. Okay, der kommt jetzt hier raus. Das war jetzt nicht mein Plan. Ich wollte den hier eigentlich haben, aber gut. Da mache ich jetzt auch mal Stopp. Okay. Nächstes Bergwerk von ihm geschrottet. Und jetzt dürfte er eigentlich gar nicht mehr viel haben. Das war ja jetzt echt schnell das Szenario. Wenn wir mal gucken, Landesgröße geht rapide runter, hat aber noch was. Gold geht immer noch ein bisschen hoch bei ihm, aber Militär macht auch, ja, bleibt im Moment so ein bisschen konstant, aber was soll man dazu sagen, ne? Ich glaube, die Angriffe haben wir relativ gut abgewehrt. Der wird jetzt hier noch ein paar starke Soldaten drin haben. Die er halt einfach noch hatte. Okay, ich weiß nicht, warum der jetzt... Wir machen mal Folgendes jetzt nochmal in der Militärverteidigung. Machen wir mal schwache Verteidigung. In der Hoffnung, dass das jetzt gut geht. Hallo Juri! Ja, ich weiß, das ist, seitdem ich eine Zeit lang nicht mehr so konnte, dann ist was weggegangen. Bei mir geht es soweit gut. Und bei dir? Wie ist das? Spielst du wieder New World? Hast du wieder angefangen, jetzt bei der Beta? Du hast ja beim letzten Mal relativ gut durchgesuchtet. Ich hatte überlegt, ob ich anfange, habe mich aber jetzt doch erstmal nicht dafür entschieden. So, da ist ein bisschen Gold drin, das ist sehr gut. Ich weiß nicht, warum hier nur
ich verstehe nicht, warum hier nicht die Soldaten vollgemacht werden. Also jetzt mal ernsthaft, wir sind hier direkt an der Grenze. Unverständlich. So, das ist in Ordnung. Tja. Geht natürlich der Falsche raus. Da warten wir jetzt nur mal, bis der nächste auch golden ist. Das wird so mit das schnellste Szenario sein, was wir haben. Ne? Also wir haben im Prinzip schon alles hier fertig geschafft. Der kann uns nichts mehr groß anhaben. Warten jetzt wieder, bis sich das füllt. Wieder ein Stück für Stück nach vorne. Katapulte sehe ich noch nicht. Gleich wird der Turm hier wird nochmal wichtig sein, dass wir den als nächstes erobern. Und dann ist das Gebiet hier auch schon echt runter. Ah, okay. Hat sich bei New World was geändert? Weil beim letzten Mal war es mir irgendwie langweilig Also bei mir war es ja nur Grinding irgendwie. Kann man jetzt mittlerweile mehr machen oder? Beim letzten Mal habe ich das noch nicht so gefühlt. Jetzt haben wir hier 4 Leute. Greifen wir mit 3 an. Also 4 Goldene hatten wir hier. Der nächste wird jetzt golden. Jetzt machen wir Münzen wieder Stopp hier. So, da kommt noch einer, der nicht weiß, was er machen soll. Seht ihr den hier? Wäre noch ein starker gewesen. Und weg. Gut, gehört der nächste Turm uns. Der hat keinen Fisch mehr, ist aber okay. Okay, Wade ist mit anderen zusammen. Was hat er denn da gebaut? Gut, langsam werden die Fische hier knapp, aber wie gesagt, langsam ist auch wahrscheinlich alles egal. Wir gucken mal im Inventur. Gut, Nahrung haben wir nicht so viel, das könnten wir tatsächlich gebrauchen, aber... Ah, okay. Ja, ich muss mal sehen. Ich bin mal gespannt, wenn es fertig ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorher die Beta nochmal anfange. Ich glaube eher nicht. So, hier warten wir mal ganz kurz, bis der noch golden ist, der Soldat. Da haben wir einen goldenen Soldat. Da sind 2. Wir haben jetzt schwache Verteidigung eingestellt, dass hoffentlich auch die schwachen Leute nur noch drin bleiben gleich. Wie hier der Soldat. Ja, angreifen wird er uns nicht mehr groß und selbst wenn, der hat nicht mehr genug Soldaten, um uns jetzt zu besetzen, glaube ich. Das ist seine ganze Militärmacht. Wir sind mittlerweile bei 3-mal so viel. Besiegte Gegner hat er, glaube ich, 2 oder 3 geschafft. Ja, Siedler läuft bei mir, ne? Ja, das ging echt schnell. Das Szenario war mit das einfachste aus der Kampagne. Ah, guck mal, jetzt sind hier 6 Leute drin. Easy peasy. 2 da. Oh, der kommt jetzt nochmal mit Münzen an. Hier sind wahrscheinlich schon mal ein paar Starke drin. Komm. Wir versuchen es mal. Ich koste mich jetzt wahrscheinlich 1-2 Soldaten, weil ich jetzt so viele auf einmal hier raushole. Aber... Ah. Aber dann ist es so, die erste Wachstube haben wir schon mal gut erobert. Alles klar, bis dann, Juri. Schön, dass du da warst. Was? Der hat unseren Goldenen hier besiegt? Was? Was ist das? Das kam mir so unerwartet. Das war jetzt aber wirklich ein bisschen seltsam. Ist das keiner? Oh, was ist da? Hier ist mein General. Okay, nächste erobert. Und hier sollten wir ja bald fertig sein. Wir haben jetzt hier noch irgendwas drin.
Da warten wir noch mal kurz, bis der auch hochgestuft wird. Da sind noch zwei drin. Hier sind noch zwei drin und irgendwo sollten gleich noch ein paar Soldaten noch kommen. Okay, komm, jetzt wird einmal noch hochgestuft. Nutzt doch die Goldmünze endlich. Da kommt gleich auch noch einer hin. Hier sind noch genug Leute. Hier brauchen wir mittlerweile auch keine Münzen mehr. Aber das ist jetzt auch nur noch Feinarbeiten. Der dürfte nicht mehr viel haben. Besiegter Gegner hat der Tatsache hier nochmal einen von uns besiegt. Da ist unsere Militärmacht nochmal runtergegangen. Aber... okay, das ist auch fertig. Machen wir die zwei nochmal weg. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ich sehe hier gerade gar nichts. Was wir doch. Jetzt können wir hier was erobern. 3 und 4. Probieren wir es mal, ob wir jetzt alle mit einem mal bekommen. Ansonsten müssen wir irgendwo nochmal mehr reinhauen. Da ist was Besseres an Soldaten. So, der ist schon mal weg, der erste. Das haben wir uns geholt. Mal gucken, ob der ein goldener... ne, das schafft er nicht mehr. Oh, das ist nur eine Festung. Aber die zwei Baracken gehören uns schon mal. Oder ist das Hauptgebäude? Das ist das Hauptgebäude schon. Ja, da haben wir es jetzt fast geschafft. Müssen wir uns das eigentlich noch holen und dann nur noch warten, dass die Soldaten aufrutschen. Und dann war es das, aber das brauchen wir noch, damit wir damit mehr Leuten angreifen können. In der Hoffnung, dass der uns... ne, kennt uns nicht mehr. So, ja, dann warten wir mal, dass unsere Leute dazukommen und wir dann hier angreifen können. Im Moment geht's nicht, weil wir hier zu wenig Leute drin haben überall. Vor allen Dingen haben wir keine guten Leute mehr hier drin. Das ist noch viel schlimmer. Hier machen wir den Münzstopp überall. Das brauchen wir nicht. Die könnten reichen eventuell. Sind wir in ungefähr einer Stunde, haben wir es geschafft. Wir werden wahrscheinlich noch mal so 10 Minuten brauchen. Ja, hier brauchen wir auch nichts mehr an Gold. Und jetzt kommen hier die ganzen Soldaten, die hier aufrutschen. Ist das Hauptgebäude oder ist das... das müsste das Hauptgebäude sein, keine Festung. Guck mal, da sind viel zu viele Wege für ab. Da kommt noch irgendwo ein Soldat, da kommen noch ein paar Münzen an. Das ist so krass, selbst die Kohlebergwerke, da sind gerade mal die ersten verbraucht. Also so krass schnell waren wir hier. Die stehen alle noch, hier unsere Goldbergwerke stehen noch. Mal in die Statistik mittlerweile gucken, Gold produziert ja auch nichts mehr. Ja, besiegte Gegner ist Wahnsinn und Militärmacht ist auch Wahnsinn. Einwohner haben wir natürlich mehr, Waren haben wir nicht viel mehr als er. Aber Gebäude sind bei ihm ganz niedrig jetzt. Wir würden auch nichts mehr groß bauen können. Jetzt müssen wir hier so ein bisschen warten, bis die Soldaten mal ein bisschen verstärkt werden vielleicht. Bis die münzenmäßig noch ein bisschen hochleveln. Da kommen schon überall noch Münzen. Ich weiß nicht, was hier ist. Da brauchen wir keine Münzen. Das sind 3 goldene. So, und wir werden hiermit, wir können auch einstellen, dass wir noch mehr Angreifer nehmen können. Das müsste jetzt eigentlich, ja, mit 7 Leuten können wir angreifen, dann haut der aber alles raus. Ist so ein bisschen die Frage, ne?
Was haben wir denn hier? Wie viele Goldene haben wir denn hier? 2 wird der rausholen. 3, 4. Sollte jetzt, wir warten mal kurz, bis die 2 Münzen weg sind und dann sollte das eigentlich reichen. Wir werden ja wahrscheinlich mit bis 7 Goldenen angreifen können. Aber wir warten noch kurz, weil da wird er auch 2 Leute rausholen. Lass die wenigstens ein bisschen hochgehen. Wäre ja so zur Verschwendung. Und da kommen noch mehr Münzen, aber das lassen wir jetzt mal sein, da warten wir nicht mehr drauf. Oder? Ja, bis die 2 noch auf Bronze sind. Ach, das ist letzten Endes auch egal dann. Eigentlich ist es egal. Das dauert halt so lange, bis die benutzt werden, warum auch immer. Wenn die hier auch noch reinkommen, dann hätten wir den unseren silbernen gleich. Ne, kommt hier nicht, die gehen hier vorne rein. Das ist so krass, dass da nichts passiert. Okay. Okay, hier ist passiert hier noch nicht. Also ich verstehe nicht, wie lange das dauert. Hier passiert gar nichts, aber die wird der rausnehmen. Ich möchte den gerne noch aufgelevelt haben. Schon die nächsten Münzen. Das ist Wahnsinn. Jetzt aber. Okay. Komm, Angriff. Mit allem, was wir jetzt haben, wird hier angegriffen. Normalerweise hat er von jeder Stufe einen in Reserve. Das war's. Spiel gewonnen. Ja, das war Goldenland. Wir haben Tatsache jetzt bis auf den Turm hier, glaube ich, wirklich alles ausgemetzt und wir haben ja echt fast nichts verloren. Wir beenden. Wir haben den Kontinent erobert, gucken wir mal in die Weltkampagne. Jetzt können wir nämlich Nordamerika, dann gibt es noch Südamerika, die letzten 2 Kampagnen. Ich denke mal, hier ist noch was, aber das war relativ groß. Tja, krass. Dann vielen Dank fürs Zusehen. 1 Stunde 7 Minuten haben wir dafür gebraucht. Das war jetzt echt klein, dafür, dass das hier nicht viel größer schien. Dahin und auf Wiedersehen.